Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kraftfahrkonsul. Heute geht es endlich mal wieder um was mit zwei Rädern. Es geht endlich mal wieder um was mit Verbrennungsmotor. Ja, wir waren ja irgendwie, sind so ein bisschen ins Elektrische abgedriftet, die letzten Videos. Das lag aber auch so ein bisschen daran, dass ich ja selber auf der Suche war nach einem neuen Fahrzeug, nach einem neuen Roller und ich halt auch Bock hatte, irgendwie was Elektrisches zu holen, dass es jetzt zum Schluss nicht elektrisch geworden ist. Da gehe ich gleich mal drauf ein. Ja, ansonsten würde ich sagen, ihr habt es im Titel schon gelesen, es geht um meinen neuen Roller. Das ist die Vespa GTS 250iE. Und damit wir wissen, worum es eigentlich geht, schauen wir uns jetzt erstmal ein bisschen das Fahrzeug an. Bis gleich. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Wieder. Das ist auch eigentlich, sah das doch schon wieder ganz gut aus, oder? Also ich hatte mich sofort verliebt. Die GTS geht schon ein bisschen länger so bei mir im Kopf rum, aber die ist halt auch super teuer und ja, es gibt immer so, was soll ich sagen, es gibt halt Budgetgrenzen für Spaßgeschichten, deswegen war die einfach nicht drin. Und ganz ehrlich, wenn man mir die Hexagon nicht geklaut hätte, dann würde ich heute auch keine Vespa fahren. Nur als die Hexe dann weg war, fehlte mir quasi ein Fahrzeug, weil die PX, die ich noch habe, die ist einfach nicht alltagstauglich genug, sage ich ganz offen. Also ich will mich da draufsetzen, Schlüssel umdrehen, losfahren und nicht draufsetzen, Schlüssel umdrehen, kicken, geht nicht an. Na, warum nicht? Muss man mal gucken, vergessen Benzin anzuzudrehen, was weiß ich, ist auch egal. Das nur so ein bisschen, wie ich dazu gekommen bin. So, was ist das für eine Vespa? Das ist eine GTS 250iE aus 2016. Gekauft habe ich die in 2022 für ungefähr 3.500 Euro. Neupreis war 2016 4.999 Euro. Die Farbe nennt sich Grigio Argo Metallic. Die haben es schon drauf, ne? Da finde ich schon gut. Ich habe gedacht, ich mache wieder so eine Session mit den Farben. Das spare ich mir jetzt hier, weil die Vespa gibt es, glaube ich, in jeder
erdenklichen Farbkombi. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Kommen wir zum Motor. Das ist ein Quasar, Einzylinder, Viertaktmotor mit vier Ventilen. Der hat 244 Kubikzentimeter und leistet 16,2 kW oder 22 PS. Das Ganze fährt 122 km/h Spitze, wobei das wohl eher 118 km/h sind. Da widersprechen sich so ein bisschen die Aussagen. Ich glaube, also meine fährt laut Tacho 120, also wird das irgendwo in dem Bereich sich bewegen. Ich habe lange gesucht, bis ich Beschleunigungswerte gefunden habe. Das ist 0 auf 80 in ungefähr 8 Sekunden, 0 auf 100 in 14 Sekunden. Ist das wichtig? Eher nicht. Fühlt sich das gut an? Ja, das fühlt sich gut an. Kommen wir direkt zum subjektiven Eindruck. Als es um die Vespa ging, habe ich mich mit vielen Leuten unterhalten und alle haben gesagt, kauf unbedingt die 300er. Ich sage, die ist aber so teuer. Ja, aber die ist besser, die geht viel besser ab und so. Und dann habe ich mir natürlich auch ein paar 300er angeguckt. Und die erste 300er, die ich mir angeguckt habe, da habe ich gedacht, die wäre kaputt. Ich bin mit der gefahren, die hatte auch einen Sportauspuff drauf und bin gefahren und die war so total blutleer. Und habe ich gedacht, was soll das? Das kann es ja wohl nicht sein. Habe mir erstmal andere Mopeds angeguckt, dann habe ich noch eine 300er angeguckt mit dem Originalauspuff. Die ging dann schon ganz ordentlich. Und irgendwann habe ich ein Video, abends habe ich ein Video geguckt von 1000 PS, damals noch mit Chaot. Und der hat halt im Prinzip auch erzählt, so, es gibt diese 250er als Alternative zur 300er. Im Prinzip Schlag, gleich viel Leistung, etwas weniger Drehmoment in der Mitte, aber grundsätzlich eigentlich vergleichbar für weniger Geld. Also habe ich nach der 250er gesucht und habe tatsächlich eine gefunden, die nicht 5000 Euro gebraucht gekostet hat. Wie gesagt, die hat 3,5 gekostet, super Zustand, wenig gelaufen. Bin die Probe gefahren, war auch ein Sportauspuff drauf, habe ich erstmal gedacht, du, ob das sowas taugt? Nee, aber der ist entsprechend mit den Abstimmungsarbeiten beim Händler installiert worden, also schöner Sound. Und schöner Abzug, kein Loch in der Mitte, fährt wunderbar. Ja, und da sind wir auch gleich schon beim Thema. Der Motor ist einfach eine Wucht. Man macht das Ding an und hat sofort diesen klassischen Vespa GTS Sound Feeling. Also hier fahren ja, weiß ich nicht, unfassbar viele davon rum. Also das ist ja wirklich irre, wie viel GTS hier so im Kölner Raum unterwegs sind. Und es ist immer dieses klassische Brrrr, ne? Man beschleunigt, die blubbert schön vor sich hin und danach läuft die wieder so auf Leerlaufdrehzahl. Im Prinzip wie jeder andere Variomatic-Motor auch, aber irgendwie mit so einem ganz eigenen Charakter, wie es die PX schon hatte, wie es so viele andere Motoren auch von Piaggio haben. Ich weiß nicht, wie die das immer hinbekommen. Mir hat es auf jeden Fall so, ist es mir sofort ins Herz gefahren. Und der Motor zieht gut, auch mit zwei Personen ist es absolut ausreichend. Man fährt schön, man kommt flott auf seine 80, 90, danach wird es ein bisschen zäher, auf der Autobahn auch, ja klar. Aber mit den kleinen Rädchen willst du sowieso nicht schneller als 120 fahren, so geht es zumindest mir. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich überzeugt, finde ich gut, möchte ich behalten, macht Spaß. Deswegen gibt es für den Motor, ja, Gold. Das passt schon. So, nächstes Thema, Fahrwerk. Das Fahrzeug ist 1940 mm lang, 755 mm breit. Wir haben einen Radstand von 1395 mm, die Sitzhöhe beträgt 790 mm. Das ist gar nicht mal so wenig, also wenn man sich da drauf setzt, muss man schon ein bisschen die Füße nach unten bringen, besonders wenn man mit der Sozia unterwegs ist, weil irgend so ein Spezialist hat die Fußrasten genau da angebaut, wo man normalerweise als Fahrer die Füße auf den Boden stellt. Also da ist schon wirklich Balancieren auf den Zehenspitzen angesagt. Ich verstehe nicht, was das soll. Es sieht gut aus, ja, okay, aber man hätte die Fußrasten auch bestimmt noch ein bisschen was nach hinten und nach außen tun können. Egal, es ist, wie es ist, wenn man sich daran gewöhnt hat, nach dem ersten Schreck geht das schon. Ja, muss man nur wissen, muss man ein bisschen aufpassen, vor allem für Leute, die ein bisschen kürzere Beine haben, so wie ich. So, wir haben das Gewicht 148 Kilo, 150 Kilo mit ABS, ich habe eine ohne. Wir haben 340 Kilo zulässiges Gesamtgewicht, das ist schon in Ordnung, 200 Kilo dazu packen, wunderbar. Wir haben einen Tankinhalt von 9,2 Liter, das ist auch in Ordnung. Wir haben 110
2070 12 Zoll vorne und 130-70 12 Zoll hinten. Meiner hat jetzt eine Besonderheit, und zwar habe ich vorne die sogenannte Klemmfaustgabel. Ja, da werde ich jetzt wieder Diskussionen lostreten oder auch nicht. Also ich habe es versucht im Internet mir anzulesen, da gibt es schon wieder, frag drei Leute, kriegst du 10 Antworten. Die einen sagen Klemmfaust, die beste Vorderradführung, spätes Losbrechmoment, bla bla bla. Die anderen sagen, naja, warum wurde die dann nur 3 Jahre gebaut und billig und scheiße und Mist und taugt nichts. Ehrlich gesagt, ist mir das egal. Ich habe die Klemmfaustgabel. Ende. Ich kann das nicht beurteilen. Grundsätzlich muss ich sagen, als ich erstmal draufgestiegen bin auf die allererste GTS, habe ich gedacht, holla, das fährt ja genauso ätzend wie meine PX. Das ist ja genauso weich, das ist ja total krass. Du kannst im Stand, kannst du ja ohne Probleme die vordere Gabel auf Bock bringen. Und ich habe gedacht, das fährt ein bisschen sportlicher, aber augenscheinlich ist da der Wert immer noch total auf Komfort und ist auch in Ordnung. Wenn man das weiß, dann geht das. Ich bin da anfangs ein bisschen zu sportlich mit unterwegs gewesen. Da habe ich dann in den Linkskurven, da hat man schon irgendein Teil vom Ständer aufgesetzt und ich bin dann so schrapp, schrapp, schrapp. Über die Straße, bis ich irgendwann dann von der Sozia hinten die Meldung gekriegt habe, ich soll das doch bitte ein bisschen ruhiger angehen lassen. Wenn man dann ein bisschen den Druck rausnimmt, dann fährt das auch wirklich manierlich. Ich werde bestimmt irgendwann mal ein anderes Fahrwerk einbauen, weil ich dann doch gerne ein bisschen mehr Sportlichkeit hätte, ein bisschen strafferes Fahrwerk, aber so, das macht einfach super Laune. Das fährt, das ist quirlig, links vorbei, rechts vorbei, tak, 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 tak. Das ist wirklich, wirklich top. Das ist einfach klasse. Ja, wir haben es ausprobiert, hauptsächlich zu zweit. Das heißt, wir sind meistens zu zweit gefahren. Das ist natürlich dann für so einen Roller auch immer noch eine andere Beanspruchung, als wenn man da alleine mit unterwegs ist. Wir sind damit in den Bergen unterwegs gewesen. Wir haben die jetzt mit im Urlaub gehabt, über 1000 Kilometer durch Innenstädte, durch Berge, Küstenstraßen. Also das war wirklich toll. Und da hat einfach auch die Vespa gezeigt, was sie für einen Charakter hat. Nämlich, es ist nicht nur ein Vehikel, um damit irgendwo zum Einkaufen oder zum Pendeln oder sonst irgendwas, sondern da kann man auch richtig schöne Touren mitmachen. Und man hat nie das Gefühl, untermotorisiert zu sein. Man kommt schön so, dann blubbert man so weg und ist auch da, wo man hin möchte. Also wirklich toll, wirklich gut. Es ist angenehm, es ist, ja. Es ist aber dennoch jetzt... Ja, Gold gibt es dafür von mir nicht, sondern es gibt einfach nur ein Silber. Ja, weil es ist schon ziemlich weich und es ist auch, also wenn man es etwas härter angehen möchte, muss man halt einfach anderes Material kaufen. Das hätte man sicherlich ein bisschen besser machen können. So, Zuverlässigkeit, ja, kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe die Vespa gekauft, da hatte die 5000, jetzt hat die über 6000 Kilometer runter. Bis jetzt war noch nichts. Aber wenn man sich so in Vorbereitung auf so einen Kauf, liest man sich ja so ein bisschen was an, und ich habe auch ein paar andere Sachen gesehen. Also problematisch ist wohl nach wie vor die Rostvorsorge, also dass selbst Modelle, die erst ein paar Jahre alt sind, schon Rost haben unter dem Batteriekasten, muss man wohl nachgucken. Das ist so ein Thema. Von außen, wo die Steine gegengeschleudert werden, ist auch ein Bereich, der in dem ähnlichen, ja, auch schon anfängt zu blühen, relativ schnell. Dann, was hat man noch? Ja, das habe ich allerdings auch schon, dass die Blinkergläser undicht werden und so weiter. Also das sind alles Sachen, die sind nicht so geil. Der Motor ist, glaube ich, ganz okay. Der 250er hat ja den entscheidenden Vorteil, dass er nicht so einen hohen Ölverbrauch hat wie der 300er. Also das hat mir auch der Meister aus meiner Werkstatt gesagt. Der meinte, ja, weil ich ihn halt gefragt habe, was ist denn hier Ölverbrauch? Sagt er, das Problem ist, da ist super wenig Öl drin, nur 1,2 Liter. Und da sind 200 Milliliter, glaube ich, Unterschied zwischen Max und Min. Und der 300er Motor HPE verbraucht einfach sehr viel Öl. Da muss man schon alle paar hundert Kilometer definitiv drauf gucken. Er sagt, bei dem 250er ist es eher nicht so. Da reicht es, alle 1000 Kilometer nachzugucken. Warum die das nicht mit dem Schauglas gemacht haben, ich weiß es nicht. Also hatten meine Motorräder früher immer so hingestellt, gewartet, geguckt, Feierabend. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Also wird sich zeigen, wie zuverlässig sie ist oder auch nicht. Muss man halt gucken, dass man die nicht die ganze Zeit draußen stehen lässt. Und ansonsten, schöne Dinge müssen gepflegt werden. So, deswegen gibt es dazu von mir auch wieder nur ein Silber.
Also diese Thematik mit dem Rost, ich verstehe das nicht, wieso man das 2022 immer noch nicht im Griff hat. Also verstehen tue ich das schon, weil wenn die Dinger nicht mehr rosten würden, dann könnte man ja keine neuen verkaufen, ne? Also muss eigentlich nicht sein. Bei so einem teuren Produkt kann man das auch bestimmt ein bisschen schöner machen. Deswegen gibt es Silber. Ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Mal gucken, ob die kommen. Wir werden es feststellen. Ja, technische Features. Ja, da ist nicht viel drin, ne? Also da ist kein ASR, kein ABS, keine USB-Ladebuchse. Wir haben LED-Tagfahrlicht. Wir haben dieses moderne Display, was schön blau hinterleuchtet ist. Wir haben eine elektronische Entriegelung der Sitzbank. Was ich jetzt nicht so geil finde, weil eigentlich ist das so ein, wofür? Ja, nimmst du den Schlüssel, drückst du drauf, ich meine, da geht jetzt das Handschuhfach auf, aber man hätte es auch irgendwie noch über eine Funktion machen können, dann hast du auch keine Probleme, wenn die Batterie leer ist. Egal, es ist, wie es ist, springt auf, das Helmfach ist sehr klein, da passt kein Integralhelm rein. Finde ich jetzt nicht so schlimm, kann man einfach draußen dranhängen. Ja, ansonsten hat die kaum mehr Ausstattungsfeatures als meine alte PX. Doch, Einspritzanlage, das ist natürlich toll. Einspritzung ist wunderbar. Seitenständer, Hauptständer, Feierabend. Mehr ist es nicht. Also sehr rudimentär. Mehr als Bronze gibt es dafür nicht. Ja, was sagen wir dazu? Gesamtergebnis, macht das Spaß? Ich sag mal so, ich habe die Vespa jetzt seit ungefähr 8 Wochen. Und natürlich, also mir haben sie dieses Jahr 2 Fahrzeuge geklaut. Ne? Mir haben sie Anfang des Jahres die KTM, die Super Adventure geklaut. Dafür habe ich mir dann nach ein paar Wochen die R1250R geholt als Ersatz. Also habe ich die R ungefähr seit 24 Wochen und die Vespa habe ich seit 8 Wochen. Ich bin mit der Vespa tatsächlich mehr gefahren. Und das soll schon was heißen. Und ich habe mich auch dazu entschlossen, die Vespa mit in den Urlaub zu nehmen und nicht die BMW. Nicht, dass die BMW ein schlechtes Fahrzeug ist. Ich freue mich immer noch auf das Moped. Aber irgendwie macht es einfach Freude. Es bereitet mir einfach Spaß. Ich steige auf das Moped drauf, drehe den Schlüssel um, das Ding fängt an zu blubbern und ich fahre einfach los. Fahre durch die Gegend, fahre damit zur Arbeit. Ach, ich muss noch was in der Stadt erledigen. Wupp, auf die Vespa und auf geht's. Und es ist jedes Mal pure Freude. Im Urlaub bin ich nicht einen Tag, doch einen Tag war es so heiß, da war es 39 Grad, da sage ich, nee, ich brauche jetzt Klimaanlage, habe ich keinen Bock. Aber ansonsten jeden Tag mit der Vespa, gependelt in die City, in die Berge, zu irgendwelchen Besichtigungen gefahren, bergauf, bergunter. Also es war einfach nur richtig geil. Und man merkt einfach, wie wenig man eigentlich braucht. Ne? Du brauchst keine 143 PS und 1200 Kubik und keine Ahnung was und so ein fettes viel. Es reicht so eine Vespa. Ich meine, die ist auch groß, ja. Aber im Prinzip reicht so eine Vespa mit ein paar 20 PS und damit knatterst du durch die Gegend und hast die große Freude dran. Also mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich habe mich total infiziert mit diesem Vespa-Virus. Hatte ich vorher schon mit der PX. Die PX hat sich immer so ein bisschen selber ins Abseits gestellt, weil die einfach nicht zuverlässig genug ist. Das ist leider, andersrum. Ich fahre nicht oft genug damit. Und wenn ich damit fahren möchte, ist es leider immer mal wieder vorgekommen, dass sie nicht angesprungen ist. Ja, und ich möchte einfach was haben, was dann auch ständig anspringt. Natürlich macht die alte PX auch unheimlich Spaß, weil sie einen anderen Charakter hat. Aber die GTS ist einfach ein richtiges Fahrzeug. Das ist ein Fahrzeug, da kann man zu zweit fahren, da kann man mit Touren machen. So, und ihr merkt schon, also hier, ne, die Nadel ist drin. So, die geht da auch so schnell nicht mehr raus. Ich habe mich gestern noch unterhalten, da wurde mir die Frage gestellt, wenn du jetzt nur noch ein Fahrzeug behalten könntest von deinen Mopeds, welches wäre das? Und ich habe gesagt, die GTS. Ja, ist ein bisschen schräg, ne? Egal, haben die schon ungefähr gut gemacht. So, das war jetzt mal das Gesamtergebnis, beziehungsweise für wen ist das was? Für wen ist das was, für wen ist das nichts? Menschen, die einfach Spaß an Design und klassischen Formen haben. Menschen, die ein kompaktes Design mögen und sich mit den konzeptbedingten Eigenheiten anfreunden können. Sprich, kleine Räder, hyperhandlich, dafür aber auch etwas nervöser auf der Autobahn oder auf der Schnellstraße. Kein großes Helmfach, dafür aber trotzdem Platz ohne Ende in dem Beinfach vorne, wo viele ja so einen Mitteltunnel haben. Da ist einfach Platz, da kannst du fast eine Reisetasche unterbringen. Also Transport auf der Vespa geht ohne Probleme, das haben die wirklich gut gemacht. Wer keine Lust hat, viel Geld zu vernichten durch Wertverlust. Jetzt überlegt euch mal, das Moped hat 2016 5.000 Euro gekostet.
Ich habe in 2022, das ist 6 Jahre später, 3.500 Euro dafür bezahlt. Und das war ein super Angebot. Das heißt, 1.500 Euro in 6 Jahren Wertverlust, das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Scherz. Versucht das mal mit anderen Fahrzeugen zu generieren. Gilt für die Große natürlich, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Aber da sind halt auch die Einstiegspreise ein bisschen höher. Und selbst alte, selbst 15 Jahre alte oder weiß ich nicht was, die allerersten GTS-Modelle, die GT-Modelle, die 200er, die wirklich nicht so toll gefahren sind vom Motor, die werden auch noch für 2,5 verkauft. Also das ist wirklich, Wertverlust ist kein Thema bei den Mopeds oder ein relativ kleines Thema. Ja, für wen ist das nichts? Ja, Leute, die viel Stauraum brauchen, der abgeschlossen ist, die gerne ihre Helme ins Helmfach tun, die noch bequemer fahren möchten. Also wir hatten uns auch in dieser Entscheidungsphase, gab es ja viele Elektroroller, aber es gab auch noch ein paar Verbrenner. Da war unter anderem der Kymco mit dabei, der Exciting 400. Da ist die Frau runtergeklettert und hat gesagt, ich will das haben, ich brauche nichts anderes. Das ist das beste Fahrzeug. Die sitzt so bequem auf dem Ding. Ja klar, es ist halt, hat auch was von Pilotensitz. Ne? Es fährt super, da ist man wirklich schon in Richtung Motorrad unterwegs, was so was die Dimensionen der Räder angeht und sowas alles. Ja, okay, habe ich gesagt, nee, ich finde aber die Vespa geiler. Habe ich nicht gemacht. Ja, wer ein sportliches Fahrwerk möchte, sollte sich vielleicht auch was anderes holen oder sollte seine Vespa ein bisschen aufrüsten. Wer Angst vor Rost hat, soll sich was aus Plastik kaufen. Plastik rostet nicht. Ich hatte meine Hexagon jahrelang draußen stehen. Soll man auch nicht machen, weiß ich, aber da passiert überhaupt nichts. Ja, also klar hat die auch einen Stahlrahmen, der irgendwann mal rostet oder durchrostet, aber das dauert dann doch relativ lange. Bei der Vespa ist es so, dass durch diese Karosserie, wenn da der Lack ein bisschen beschädigt ist, nur an der einen oder anderen Stelle, dann fängt das halt sofort an zu blühen. So ist das eben. Das war's. Gesamtergebnis trotz dieser mitunter etwas niedrigeren Bewertung ist das für mich einfach Gold. Und da das ja meine Sendung ist, kann ich das auch einfach entscheiden. Also nochmal, ich habe da Bock drauf. Wenn ihr da Bock drauf habt, probiert es aus. GTS, wenn ihr einen großen Führerschein habt, ist einfach geil. Wenn ihr keinen großen habt, wenn ihr nur den B196er habt oder den A1B oder A1, würde ich vielleicht eher zu den kleineren Modellen greifen mit dem 125er. Es gibt die GTS auch als 125er, aber da hat man natürlich dieses große Fahrzeug, was man da durch die Gegend kutschiert. Würde ich mir vielleicht eher mal die kleineren angucken von Vespa. Ansonsten hat es mich tierisch gefreut. Auf dieses Video habe ich mich echt gefreut, die ganze Zeit schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schaut die anderen Sachen an, schaut in meinem Shop vorbei, kauft euch dieses super coole neue Design. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.